Swissquote profitiert seit längerem von einer Kundennachfrage, wo andere Schweizer Banken nur davon träumen können. Letztes Jahr zum Beispiel sind allein 14% neue Kunden zu Swissquote gestossen und sie haben Portfolios mitgebracht, die um einiges grösser sind als der bisherige Bestand von Portfolios bei Swissquote. Die Geschäftsleitung von Swissquote hat darum bekannt gegeben, dass sie sich vornehmen, bis ins Jahr 2024, dass der Vorsteuergewinn verdoppelt werden sollte. Wenn man sich die jetzige Dynamik bei Swissquote genauer anschaut und die verschiedenen Expansionspläne, die Swissquote noch hat, könnte es gut sein, dass diese Vorgaben sich noch als deutlich zu konservativ herausstellen.